So, hallo. Wir machen weiter. Uff. Es ist schon wieder spät. Aber ich brauche einen Part für morgen, sonst gibt es keinen Part morgen. So, insofern, ja, wir sind in diesem Level. Das lief das letzte Mal recht gut. Ich bin halt jetzt wieder recht müde. Mal gucken. Mal gucken, wie es jetzt läuft. Also wenn es schlecht läuft, dann, ja, wisst ihr Bescheid. Liegt nicht am Level. Wobei ich ja die zweite Hälfte noch gar nicht kenne. Theoretisch kann die zweite Hälfte totaler Quatsch sein. Aber ich bin halt gerade auch nicht spielerisch so super zurechnungsfähig. Warum ist da eine blau? Das ist blau. Also die Blume ist normalerweise rot, aber vielleicht ist es nur die Textur? Ja, es ist nur die Textur. Okay. Gut. Also was soll ich da tun? Ach, ich will das nicht einsammeln. Ah, ich will das nicht okay. Das ist plötzlich ganz anders als das, was wir davor gemacht haben. Gut. Aber verstanden. Und dann will ich da ganz schnell rüberkommen. Interessanter Start auf jeden Fall nach dem Midway direkt. Jo, das ist knapp. Das ist fast ein bisschen zu knapp, als dass ich denke, das soll so. Sag mal. Nee. Okay. Den will ich dann irgendwie mitnehmen. Ja, damit ich das hier aufmachen kann. Dann macht er da unten Dinge. Ich kann jetzt erstmal auf dem Dreieck landen. Okay, ich kann nicht auf dem Dreieck landen. Wie genau? Ach so. Okay. Ich muss irgendeinen Weg finden. Die Shell da irgendwie mitzunehmen. Ach, da ist ein Spin-Jump. Ich mach die kaputt. Das ist gar nicht für die Shell gecheckt. Bin doch gar nicht so müde, scheinbar. Gecheckt. Ich mach die kaputt. Und dann muss die Shell, kann die Shell da durch. Ich dachte, die Shell soll mir das aufmachen und ich soll die Shell irgendwie so manipulieren, dass die das aufbekommt. Nee. Ich mach die kaputt. So ein Ding ist das. Okay. Machen wir. Machen wir doch glatt. Oh, so nicht. Ich muss wieder die Taste dann drücken. Und dann schauen wir mal, was die Shell machen soll. Ich nehme an, ich muss dann schnell auf die eine Plattform drauf, wenn die unten ausgelöst wird. Dann geht die aber schon direkt zum nächsten und off und dann denke ich, muss ich auf die nächste schon drauf. Also das muss wahrscheinlich alles wieder rucki-zucki gehen. Wow. Das hat nicht hingehauen. Nein, so auch nicht. Weiß auch gar nicht, warum ich dann den Drehsprung mache. Den Drehsprung sollte ich nur zum Hoch machen, also aber da dann einen normalen Sprung. Ich glaube, das ist schlauer. Hui. Ja. Nein! Jetzt habe ich die nicht ausgelöst. Jetzt kann ich das überhaupt nicht. Doch, ich kann es üben. Warte mal. Ey! Okay, ich muss das besser timen.
musste es deutlich besser timen. Ja, fast. Und ich muss nur noch einen Ticken schneller sein. Na genau. Genau, da muss man dann nämlich ganz fix durch. Uiuiuiui. Und wenn man da dann aber durch ist, dann kommt da drüben das Vieh und dann, keine Ahnung. Achso, dann bin ich wieder an der Wand oben. Dann bin ich wieder an der Wand oben. Okay. So weit, so gut, würde ich sagen. Da. Ach, Moment. Das eine sind gar keine On-Off-Blöcke. Ich bin doof. Ich bin komplett doof. Ich habe das falsch gelesen. Ja, das blaue unten sind gar keine On-Off-Blöcke. Never mind. Jetzt habe ich es verstanden. Jetzt habe ich es verstanden, wie ich springen muss. Ich habe es bis gerade noch falsch gemacht. Deswegen ist das Gelbe da. Das Gelbe geht auch weg. Und dann lande ich auf dem Roten und dann... Ja, okay, okay, okay. Das ist nochmal deutlich leichter, als ich es eigentlich gedacht hatte. Jetzt lande ich nämlich da drauf und dann geht es darüber und dann passt die Geschichte. Okay. Gut, 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 gut. Damit haben wir den Anfang schon mal verstanden von der zweiten Hälfte. Das ist doch schon mal schön. Nur da muss ich, muss ich da nochmal springen vorher? Weil ich da doch etwas arg schnell runterfalle? Oder kann ich das einfach besser setzen nachher? Weil ich da nämlich in der Stachel erstmal drin lande. Das ist noch ein bisschen suboptimal. Ja, weil, es geht alles noch ein bisschen arg schnell. Wie komme ich da dann am besten gleich an die Decke, an die nächste? Weil, ja, das meine ich. Also, ich lande ja sofort auf der drauf, aber schaff's dann nicht weit genug nach rechts zu kommen. Da muss ich, glaube ich, vorher nochmal springen. Vielleicht nochmal so ein bisschen nach links oben weg. Dass ich ein bisschen Schwung habe. Werde ich mal probieren. Gut. Wenn man was testen will und plötzlich die anderen Sachen nicht mehr funktionieren, ne? Jetzt immer. So, da, das geht echt schnell. Also ich habe eigentlich kaum Reaktionszeit. Ich falle sofort. Also das, was ich vorhatte, kann ich nicht machen. Das, was ich vorhatte, kann ich nicht machen. Ich falle sofort runter. Aber das meine ich. Wie mache ich das? Wie mache ich das? Ich falle sofort hier runter. So, ich falle zu schnell. Ich dachte vielleicht aber genau, dass wenn ich hier nach hier springe, ist ja das Ding wieder da. Das heißt, es geht nicht. Nee, ich muss irgendwie anders da besser fallen. Oder ich muss es einfach schaffen, von dem Sprung aus wirklich dann direkt darüber zu kommen. Vielleicht geht's ja. Vielleicht weiß ich nur nicht, dass es geht und es geht. Weil anders kann ich es mir nicht vorstellen. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Ja, doch, das könnte schon gehen. Ich glaube, es ist einfach sehr, sehr knapp. Weil so erwischt mich die Shell und so erwische ich die Shell nicht mehr.
Und wenn ich die Shell erwische, bin ich zu nah an der Stachel noch dran. Es, ach, komm. Es ist echt nicht so einfach. Ja, weil... Irgendwo muss ich noch mehr, weiß ich nicht, Zeit rausholen, keine Ahnung. Jetzt! Und die nehme ich mit. Bevor der die schießt, nehme ich die mit. Und dann weiß ich noch nicht, wohin. Okay. Aber jetzt hat es funktioniert. Ich weiß nicht, warum es jetzt plötzlich funktioniert hat. Es hat einfach funktioniert. Das heißt aber für mich, es geht. Es ist aus der Position, wie ich es mache, grundsätzlich in Ordnung. Ja, okay, doch. Man muss einfach ein bisschen rübergehen. Okay. Ja, wenn man es einmal gesehen hat, dann ist es, fühlt man sich gleich besser, dass es funktioniert. Ja, aber irgendwie klappt es. Also, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich es wirklich kontrollieren kann oder ob ich einfach ein bisschen Glück haben muss. Ja, weil dann lande ich in dieser Stachel da drin. Das ist zwar nah dran, aber es ist halt nicht direkt dran. So. Ah, Schande. Okay, dann muss ich da auch wieder ganz schnell raus. Muss den On-Off treffen. Mit einem On-Off. Und dann geht's da drüben irgendwie weiter. Okay. Haben wir schon mal wieder einiges gesehen von dem nächsten Abschnitt. Ich glaube, es hängt auch ein bisschen davon ab, wie schnell die Shell da... Also wie... Ja doch, das hängt schon... Natürlich hängt es davon ab. Nein! Mist. Ja, wie schnell ich da rankomme und so. Das sind schon so ein paar Sachen, von denen es auch abhängt, glaube ich. Na, das sah ganz gut aus, aber war es dann doch nicht. Mist. Ich habe nicht rechtzeitig reagiert. Ah, fast. Nein! Nicht hoch genug. Nein! Ach, komm schon. Ja. 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 Und, oh, das wird... Ach, warte. Nee, ich muss... Ich mach gar keinen Shelljump. Ich bin doof. Ich brauche gar keinen Shelljump machen. Kein Shelljump, ganz normaler Sprung hoch und einfach die Shell loslassen. Ja, 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 ja. Ich brauche gar keinen Shelljump. Alles gut. Schon wieder leichter, als ich dachte. Ich denke, viel zu kompliziert bei manchen Leveln hier. Oder Abschnitten. Muss das gar nicht tun. So schlimm will der das gar nicht haben. Passt. Nein. Nein. Nein.
Ja. Okay, was soll ich da tun? Soll ich geduckt dran springen? Glaube, ich soll geduckt dran springen. Nein! Ja, ich soll geduckt dran springen, da ist ein Pfeil nach unten. Mist. Aber ich weiß jetzt, was ich falsch gemacht habe. Ich bin vorhin immer zu bald auf der Plattform gelandet. Ich kann das ein bisschen hinauszögern, indem ich wirklich die maximale Sprungweite mitnehme. Indem ich hier die maximale, dann passt es nämlich. Dann kann ich auch die Taste vom Sprung gedrückt halten und dann dauert es ein bisschen länger, bis ich runter auf die Shell falle. Und dann haut es besser hin. Ich hab's gecheckt. Hier, so nämlich. Genau. Dann passt es nämlich grundsätzlich jetzt immer. Okay. Gut. Dann ist der Anfang jetzt eigentlich tatsächlich komplett geklärt. Es ist nur noch die Umsetzung. Aber jetzt haben wir verstanden, wie es geht. Das Wie ist jetzt komplett klar. Gibt keine Fragen mehr. Ich muss es nur noch umgesetzt bekommen. So. Okay. Ah, und dann direkt da hoch. Okay, verstanden. Direkt immer weiter. Ich darf nie anhalten. Man darf in dem Heck nie anhalten. Du hast ununterbrochen zu tun. Ist eigentlich wie im Lehrerjob. Es ist wie im Lehrerjob. Du hast keine Pause. Du hast ununterbrochen zu tun. Auch in den Ferien hast du zu tun. So. Und sobald du nämlich anhältst, wirst du plötzlich mit dem Stoff nicht mehr fertig. Komm! Bin zu doof dafür. Lass die mal wieder los. Nein, das war schlecht. Komm schon. Nein. Jo, okay, verstanden, so ein bisschen. Da kommt dann eine Feder. Ich schmeiß die Shell hoch an den On-Off. Check mir die Feder und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Uff. Also der zweite Teil hier hat es nochmal ordentlich in sich. Das liegt jetzt nicht daran, dass ich spät aufnehme diesmal. Also ich fühle mich tatsächlich doch recht fit, auch wenn ich am Anfang des Videos was anderes gesagt habe. Aber gerade habe ich nicht das Gefühl, dass ich irgendwelche Fehler mache, aufgrund dessen, dass ich so ein bisschen müde wäre oder so. Ich gähne zwar ab und zu. Aber ansonsten fühle ich mich spielerisch eigentlich okay. Nein. Gut, vielleicht ist das eine Sache, die man sonst nicht gemacht hätte. Könnte sein. Aber ich meine so, ich check, wie die Level funktionieren. Das ist doch alles in Ordnung. Ich will damit nur sagen, wenn ich jetzt munterer wäre, würde es wahrscheinlich auch nicht schneller gehen als das. Also ich habe nicht das. Nicht das Gefühl, dass ich einen massiven. Eine massive. Einem. Ja, reden ist. Reden ist eine andere Sache. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich eine massive Beeinschränkung durch die späte Stunde habe.
Ach Mann, ich lasse mal zu bald los. Jetzt zu spät. Oh. Chill doch mal. Nein, ich bin so... Aber die Stachel ist halt auch, also muss man schon sagen, die Stachel kommt halt schon relativ schnell. Ich muss hektisch sein. Ich bin zwar zu hektisch gewissermaßen, aber ich muss eine gewisse Hektik an den Tag legen. Das ist leider so. Hä, wohin ist die? Habe ich nach oben geworfen? Ich glaube, ich habe nach oben geworfen. Ich werfe sie wieder nach oben. Weil ich muss gar nicht nach oben drücken. Wieso drücke ich nach oben? Wieso drücke ich an der Stelle nach oben? Das muss ich überhaupt nicht tun. Oh. Ich drücke manchmal nach oben, wenn ich mich da an die Mauer hänge. Das fällt mir aber jetzt erst. Hey, das brauche ich gar nicht. Warum drücke ich nach oben? Jetzt habe ich die gar nicht losgelassen. Ich bin nicht multitaskingfähig. Okay, vielleicht ist das auch ein kleine Auswirkung der späten Stunde. Weiß es nicht. Aber nach oben muss ich eigentlich echt nicht drücken, ne? Ha! Na, okay, das war nur ein bisschen schlecht getimed, aber vom Drücken her war es jetzt okay. So. Ich hab nicht getroffen! Oh Gott, was kommt da denn alles? Hilfe! Aber das waren blaue Münzen, also muss ich normal mit Spinjump fliegen und nicht normal, ne? Also ich muss... Ja, ihr wisst, was ich meine. So. Ich hab nicht... Wieso bin ich nicht geduckt? Ich hab eigentlich nach unten gedrückt, dachte ich. War aber dein Irrtum. Timing ist schon schwierig. Ich brauche aber für die zweite Hälfte jetzt fast so lange wie für die letzten beiden Level. Das waren ja. Ne, es waren eineinhalb Level so gesehen in dem Part. Aber also, man muss schon sagen, die Hälfte ist deutlich, deutlich anspruchsvoller. Ach Mist. Ich hab nicht losge... Ich lasse immer... Irgendeine Taste lasse ich los, aber nie die richtige. Okay, vielleicht ist auch das eine Auswirkung von der späten Stunde. Aber ich glaube, den Fehler würde ich sonst auch machen. Ich weiß es nicht. Mann! Ich kann doch warten. Wieso bin ich denn so ungeduldig? So schnell kommt die Stachel auch nicht, wie ich tue. Ich glaube, ich kann wirklich ein bisschen... Ich weiß halt nicht, ob ich warten... Naja, ich weiß es nicht. Die Stachel kommt schon relativ schnell. Ah... Hm.
Na, wobei, also jetzt hat man es eigentlich gesehen. Ich bin schon längst abgesprungen und dann erst fällt die runter. Ich glaube, ich kann ein bisschen langsamer, kann ich schon machen. Ich hab die falsche Taste. Ich muss die Sprungtaste los. Oha. Ich muss die Sprungtaste loslassen. Ist wieder böse der Wurm drin. Und dann muss ich schlucken. Ich krieg die Stelle nicht vernünftig hin. Ich weiß, wie sie geht, gar keine Frage, aber ich krieg sie nicht hin. Jetzt. Nein, jetzt war ich wieder zu lang am Zögern. Mist. Ich. Ich krieg's nicht hin, den richtigen Finger von der Taste zu nehmen. Ich nehme immer den falschen runter. Es ist mein Ernst. So. Ja, jetzt habe ich nicht den Anlauf genommen, den ich... Okay, okay, da den normalen Anlauf und dann gucken wir, wie es weitergeht. Soweit in Ordnung, soweit in Ordnung. Soweit keine Fragen. Soweit keine Fragen. Ich glaube, jetzt habe ich... Jetzt weiß ich, welche Taste ich los... Ja, jetzt habe ich, glaube ich, die richtige Taste immer. Ich glaube, jetzt habe ich die Bewegung raus, die ich ausführen muss, damit es funktioniert. Sehr schön. Ich hab wieder zu bald. Ich hab noch zu viel Angst, dass aber der macht es nicht so schnell weg. Ich kann wirklich bis ans Ende laufen. Ich kann wirklich bis ans Ende laufen. Ich brauche da keine Angst haben, dass das so schnell weggeht. Ich kann bis ans Ende laufen. Okay. Ja, okay. Jetzt passt's. Jetzt weiß ich, wie ich's machen muss. Gut. Ein weiteres Problem gelöst. Ja. Jetzt habe ich, passt halt das Loslassen da vorne noch nicht rechtzeitig, aber das Problem, die Shell mitzunehmen, ist jetzt gelöst. Ich weiß grundsätzlich, wie ich es machen kann. Es ist kein so auf gut Glück rumdrücken mehr, sondern ich kann es jetzt gezielt machen. Indem ich nämlich die Taste vom Spinjump nutze. Die ist an der Stelle angenehmer zu drücken als die normale Sprungtaste. Ja. Okay. Bum. Oh, war ich mal wieder zu langsam. Faszinierend. Nein. Auch ein Ticken zu bald. Zu spät. Oh. Das war schlecht getimt. So. Okay. Okay, so, bis ans Ende laufen. Das war's. Das war's nicht. Okay, sonst war halt die Röhre gerne mal das Ziel. Okay. Oh, dann muss ich da noch übers Feuer schweben. Uiuiui. Das ist frech. Ah, ich war jetzt voll auf Ziel. Schade.
Aber viel kann es dann nicht mehr sein. Aber, oh, da übers Feuer schweben wird, oh, es wird unangenehm. Oh, das wird nochmal ein bisschen unangenehm, weil es sah relativ lang aus. Also mindestens einen Screen lang. Na, gucken wir mal. So. Langsam, langsam. Mach lieber langsam, da weiß ich, wie ich fliegen kann. Muss. Nee, oh Gott, was? What? Wie komme ich denn an den? Oh, ich weiß, wie ich an den rankomme. Oh nein. Oh, ich weiß, wie ich an den rankomme. Oh Gott. Das wird unangenehm. Oh, das ist das Ende böse. Oh, ist das Ende böse. Okay. Ich hoffe, dass ich vom Ziel aus nochmal dahin springen kann. Dass ich erstmal zum Ziel... Oh, nee. Oh, verdammte Mondgeschichte. Oh, verdammte Mondgeschichte. Das hat nicht hingehauen. Nein. Ah, aber also jetzt wissen wir, wo das Level jetzt. Wir wissen, wo das Level zu Ende ist. Wir haben leider noch den Mond vor uns. Ach Scheiße. Okay. Ah, der Mond ist fies. Der demotiviert mich. Weil ich jetzt halt das bestimmt nur mindestens... Oh, nee, jetzt muss ich es wegen dem Mond noch öfter machen. Weil ich den Mond nicht bekommen werde. Sonst lassen wir den Mond erstmal aus und spielen es irgendwann nochmal. Aber dann muss ich es ja komplett nochmal spielen. Wobei der Anfang halt nicht schwierig war. Wobei der Zwischenteil jetzt auch nicht schwierig... Also, ja. Ich muss mal gucken, ob ich an den Mond easy rankomme und wenn ich keinen Weg sehe. So. Wenn ich keinen Weg sehe für den Mond. Okay, stopp. Ja, doch, 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 doch. Das geht von hier aus. Das geht von hier aus. Never mind. Okay, wünscht mir Glück, dass ich das hinkriege. Ich hatte Bedenken, ich war mir nicht sicher. Aber da war zum Glück so eine Lücke, so eine Ecke. Gut, gut, gut. Puh. Puh. Schwein gehabt. Okay. So. Dann hätten wir nächstes Mal das Culmination Castle oder Stranded und dann Destination Unknown. Und an das andere Level, da kommen wir irgendwie noch nicht ran. Aber vielleicht dann, wenn wir halt den anderen Teil haben. Ich meine, da ist auch, ich sehe es ja auch, da ist so ein Tor, ne? Also das kann sein, dass man da später erst hinkommt. Ich denke, wir machen erstmal die Richtung, ne? Destination Unknown und Stranded und dann gehen wir da rein. Ich denke, so machen wir es. Danke fürs Zuschauen jedenfalls und tschüss.